go! Das bin ich! Ich bin bereit, ich bin bereit. Bereit? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zum neuen Vlog! Hey Leute, jetzt gibt's noch mal ein paar Fahraufnahmen, ein paar Überbleibsel, aka Leftovers aus dem Dezember. Da war ich mit Manuel und mit Jeff unterwegs und wir waren bei einigen krassen Strecken und Freeride-Spots und haben einige geile Sachen gesehen. Kommt einfach mit, jetzt gibt's ein paar entspannte Bilder, also let's go! Alter Schwede. Und das ist ja nicht so, boah, das ist was Geiles, sondern so, boah, fuck, ist das geil, boah, das ist was Geiles, boah, das ist ja geil, boah, das ist ja noch geiler, boah, guck dir das an. Und da ist so viel Zeug, da weiß man gar nicht, was man fahren soll. So. Ich kenne das aus dem Video. Hier ist Berman, Tyler Berman und noch ein anderer. Ich weiß nicht, ob es Axel Hodges war. Sind hier über die Rampe und haben da die übelsten Rips gezogen. Ja. Junge, man konnte jeden Tag zählen. Ah. Was? Ja. Was hier? Alter, das tut so weh hinter dir. Du musst überholen dann. Ja? Ja. Dann springe ich, den einen innen vorbei bei dir. Genau, ja. Okay. Da wo ich außen nochmal vorspringe, da fahrst du einfach innen. Dann springe ich innen vorbei und du darfst am Anfang nicht so angasen durch die Kurve. Okay.
Ich glaube, der Kollege ist ein bisschen zu steil. Der hat eine Meise. You just sit outside and it's just like one hour. Hello. Junge, du bist eingescheppert. Das knallt bei mir und meine Füße beide so gruck, beide da vorne auf den Hacken gestanden. Sick! Den fahren wir runter nochmal, oder? Über Weihnachten war ich bei der Masters of Dirt Show in Ägypten unterwegs. Danach fing mein richtiges Supercross-Profi-Leben an und ich bin mit Ryan Brees zum Arizona Cycle Park gefahren, um da endlich meine ersten richtigen Supercross-Runden zu drehen. Es war nicht die geilste Supercross-Strecke, aber es war auf jeden Fall was, wo ich erstmal anfangen konnte, guten Flow zu bekommen auf der Supercross-Strecke und meine ersten richtig guten Trainingseinheiten fahren konnte. Nach NRM1 habe ich am Sonntag Pause gemacht und wir sind Montag trainieren gegangen in State Fair. Wollte ich einfach wissen, wie sich mein Körper anfühlt nach dem Startcrash vom Last Stand Qualifier. Im Endeffekt hat sich alles bestens rausgestellt. Ich war topfit und das hat nochmal so richtig Klick gemacht. Und ich habe mich auch so richtig gut gefühlt auf dem Motorrad. Und ich denke, dass ich auch wirklich nochmal was draufgelegt habe an Geschwindigkeit. Hat einfach alles perfekt gepasst und hat super viel Spaß gemacht an dem Tag. Aber dann gab es einen kleinen Fehler. Und das Resultat wisst ihr mittlerweile alle, dass ich mir meine Ferse gebrochen habe. Wir sind live! 3, 2, 1, Action! Das geht anders, Manuel. Ich dachte, du kennst das aus der Ferse. Muss ich nochmal. Action! Action! Mein Crash war Montag nach NRM 1. Ich habe mich in Anaheim 1 beim Last Chance ein bisschen auch Dollar überschlagen und mir wurde ein bisschen über den Rücken gefahren, der ein bisschen schwierig aussah, aber das war gar kein Stress. Und Montag war ich relativ froh, in State Fair fahren zu können. Habe dann da meine Runden gedreht und wir sind schon Sprints gefahren und habe die Whoops trainiert und hat sich übel geil angefühlt, weil es einfach so Klick gemacht hat nach der Veranstaltung. Und dann haben wir nochmal so 3 Rundsprints gemacht und bei der einen Runde, weiß nicht, bei der einen 3-3-3 Sektion, bin ich aus der Kurve rausgekommen, bin die erste ein bisschen übersprungen, was nicht schlimm war. Bin die zweite ein bisschen zu kurz gekommen, aber das Problem war, dass der Absprung aus der dritten, aus dem dritten Absprung relativ flach war. Also er war nicht wirklich steil und nicht wirklich hoch. Und ich habe es irgendwie überhaupt nicht gerafft und bin halt den dritten Triple komplett zu kurz gesprungen. Dann hat es mich ein bisschen ausgehebelt, ohne Kontrolle über den nächsten Sprung rüber und musste mich vom Motorrad trennen. Und bei der Landung ist dann der Fuß ein bisschen kaputt gegangen. Ich bin dann mit sehr schlechtem Gewissen ins Krankenhaus gefahren, weil der Kollege hinter der Kamera, der da gerade sitzt, der ist genau gelandet, wie wir quasi, wie ich die Information bekommen habe, dass die Ferse gebrochen war. Und da hatte der Kollege hinter der Kamera keine andere Wahl mehr, weil er in Los Angeles war und ich anderthalb Stunden weg war, außer in die Bar zu gehen und sich fünf Stunden lang mit dem anderen Kollegen, den ich mir zusammengesucht habe. Das bin ich. Natürlich nur Wasser zu trinken,
Und als ich dann doch mal aus dem Krankenhaus gekommen bin, und es war irgendwie schon 9 Uhr abends, oder? War schon 9 oder 10 abends war es denn schon? Ja, ich glaube noch später. Ich glaube noch später. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Der Trip an sich war übel geil und ich habe Sachen erlebt, die man für kein Geld der Welt bezahlen kann und so weiter. Ich habe das auf jeden Fall genossen, was ich im Dezember erlebt habe, was ich im Trainingsprogramm erlebt habe. Das war komplett geiles Supercross-Profi-Leben, was ich hatte. Und dann für Anaheim sind dann die Gang zusammengekommen. Aber jetzt so nach der Woche, wo ich nur mit denen unterwegs war, mega Wind, da hätte ich auf jeden Fall, da hatte ich nach Weihnachten bis Anaheim hatte ich auf jeden Fall ein strafferes Programm, was ich am Start hatte, was übel Bock gemacht hat. Also richtig geil. Aber trotzdem war auch eine geile Zeit mit den Boys. Aber es war halt nicht so strukturiert für Supercross auf Plan zu sein. Und aber wir sind in Anaheim in der Nightshow gewesen und wir haben es geschafft. Und mein Mechaniker, der keine Ahnung hatte und super nervös war, der stand mit mir am Startgatter. Die kochen auch nur mit Wasser, wurde mir gerade erzählt. Nee, super geil. Jetzt sind wir nach San Francisco gefahren. Die ganze Woche war ich gar nicht so traurig, dass ich mich verletzt habe. Ich dachte halt die ganze Zeit so, gehört er dazu zum Supercross-Fahren und so. Passiert halt. Auch wenn ich gar nicht zu doll gepusht habe insgesamt. Aber als ich die Strecke hier in Oakland gesehen habe, dachte ich mir, boah, das wäre es gewesen, ey. Da hatte ich richtig Bock gehabt. Also die Strecke sah im Training richtig gut aus. Aber jetzt sind wir hier mit sowas hier. Jetzt geht's morgen nach Hause. Weil ich wahrscheinlich irgendwann schon zu Hause bin, wenn das Video rauskommen wird. Und dann geht's am Donnerstag im besten Fall zur OB und dann wird mal geguckt und dann kann ich euch sagen, wie lange ich raus bin. Aber ich kann nicht versprechen, dass noch ganz, ganz viele Videos kommen und ihr noch ganz viel Spaß dabei habt. Also bleibt dabei. Tschüss. Tschüss. Das ist verdammt nochmal ein geiler Bus, Junge. Kannst du doch keinem erzählen, guck dir das mal an. Die beleuchtet die ganze Brücke bei Nacht, Junge. Das geht doch nicht. Wer soll das Ganze bezahlen, Alter? 400.000 Watt, das geht nicht. 400.000 Watt, nur damit die Brücke hell ist. Spinn doch. Ich hab doch Licht am Auto. Jo. Ich bin raus, ich flieg nach Hause. Ich bin der Michael, ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Fulda. Wie ist dein zweiter Vorname? Kai. Ich bin Arjan, ich bin 25 Jahre alt und ich habe viel Spaß gehabt. I'm the truck driver. Thank you for being here with us. And next year we hope to go again. I will be here. Manuel Weischläger, bin 26 Jahre alt. Wir waren auf der Motocross-Strecke, wir waren im Krankenhaus, wir haben Sightseeing-Tours gemacht. Also es war mehr als ein Urlaub. Okay, pass auf, ich bin John. Eigentlich nenne ich alle Jono. Jahrelanger Freund von Kai, komme aus Hamburg. War mega spontan, auch für mich ein mega Kindheitstraum. Genauso doch wie für Kai und für alle anderen, die dabei waren auch. Und ich bin einfach happy, das hier mit euch erleben zu dürfen. 3-Hour Break, so we can. Das heißt 3 Stunden Pause. 3-Hour Break. 3 Stunden Pause. Das heißt 3 Stunden Saufen. 3 Stunden. Entschuldigung, Sportler. Ey, das ist I'm so sorry. Eine Raupe! Guck dir die Raupe an! Warte, haben wir auch Trecker hier? Macht jetzt überhaupt irgendwas? Weiß auch nicht. Jetzt kannst du es nicht. Affe zu Klappe hoch. Also, ciao. Fertig, Affe zu Klappe hoch. Ich will schnell mit dem Bösch halt kommen. Ja! Was ist los, Junge?